So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir mit Samson leider nicht den Tainted Charakter freigeschaltet, aber dafür Beast besiegt. Wie es dazu kam, wie es sein kann, dass wir so gut waren und Beast besiegt haben, aber nicht den Tainted Charakter bekommen haben, schaut euch den Part an. Ich möchte nicht mehr drüber reden. Nein, möchte ich nicht. Es wird jetzt einfach gekonnt ignoriert. Ich möchte das nie wieder ansprechen. Nie wieder. Es ist nichts passiert. Wir haben einfach nur den Andock nicht. Das ist einfach so. Ja, ja. Wo ist es? Ne? So, und jetzt holen wir uns also endlich den Unlock. Alles, was wir dafür tun müssen, ist ja nicht mal Beast besiegen, sondern nur mit einem Crack Key nach oben kommen. Mensch. Wo man die doch eigentlich gar nicht so leicht verlieren kann, ne? Das ist ja... Ach ja. Ach ja. Bin wirklich gespannt, was ihr dazu geschrieben habt. Ob das absehbar war, weil ich so klein war. Oder ob es einen anderen Grund hatte, warum das passiert ist, was passiert ist. Bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Kann ich bitte eine Bombe bekommen? Spiel. Tja, Spiel sagt nein. Von dir krieg ich auch keine Bombe. Du gibst mir nämlich den Cube. Weil den Cube nehme ich gerne, so ist es nicht. Aber eine Bombe wäre mir lieber gewesen. Oha. Okay, es ist gar nicht der Cube. Aber auch das nehme ich gerne mit. So, ja, weiter im Programm. Nichts mehr zu tun hier. Nichts mehr zu tun. Das ist einfach genau der gleiche Raum wie gerade, wo ich eine Bombe wollte. Nur, dass da kein blauer Stein ist. Ey, Spiel, du bist so frech wieder zu mir. Ist unfassbar. Achso, ich muss hier unten rein. Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Der Sultan hält durch. So. Oha. Das ist natürlich doof, einen Schlüssel zu opfern für eine Bombe. Klingt jetzt nicht so brauchbar. Toll. Au. Nein!
Ich meine, es ist nicht so schlimm, weil wir ja Damage dadurch bekommen. Aber wir müssen ja trotzdem keine Treffer riskieren. Erstmal müssen wir schauen, dass wir den Satan hier bekommen. Wobei es ja jetzt eigentlich nicht so wichtig ist, wirklich bis durchzukommen, Beast zu besiegen, sondern nur durchzukommen, aber ich meine, gehört ja dazu. Man muss schon stark sein, sonst kommt man ja nicht mal durch die durch das Ascent durch. Das wäre blöd, wenn wir da nicht durchkämen dann. Das wäre sehr blöd. Wenn ich jetzt schon welches Item ich rerollen würde, die gelbe Spritze würde ich auf jeden Fall rerollen. Aber ansonsten fällt mir spontan nichts ein, was ich rerollen würde. Vielleicht so ein Pillenbeutel oder sowas. Ah, verdammt. Nicht aufgepasst. Ah, will ich jetzt in den Curse Room noch rein? Weil jetzt ist halt blöd. Dann ist das blaue Herz definitiv weg. Okay. So viel zum blauen Herzen, das dann weg ist. Ja, komm doch. Curse Room besuchen sollten wir schon, wenn wir es können. Und Perthro kann man ja noch eine Weile behalten. So ist ja nicht. Ist doch beides in Ordnung gewesen. Nicht das Nonplusultra, aber auch nicht der schlechteste Curse Room. So, nach dem langweiligen Raum kommt ein nicht weniger spannender Raum. Hey, wir haben unsere erste Bombe in diesem One. Unglaublich, wir kriegen auch mal Bomben. Hier ist der Shop, aber mit 5 Münzen ist der relativ irrelevant für mich. Also mit Schlüssel werden wir auf jeden Fall zugemüllt. Aber das ist ja gut. Brauchen wir ja alles noch. Oha. Aber da ist nichts Attraktives dabei. Oh nee, ach, dieser Raum ist so, der dauert so ewig. Okay, so ewig dauert das auch nicht. Das war knapp. Cool. Okay, da ist der Boss. Da kann man gleich mal reinwuseln. Ja, vielleicht auch doch nicht. Scheiße. Aber jetzt nähern wir uns wieder dem Rotherzschaden. Ich wollte eigentlich... Ja. Ah, schwierig. Was tun wir?
Der hat eine ordentliche Range gehabt. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Na komm, wird schon gut gehen. Oh je. Oh, der ist da unten diesmal. Das ist nicht cool, weil, ja... Von oben dem Ausweichen finde ich irgendwie leichter, als wenn der da unten ist. Ich weiß nicht, warum. Aber von da unten finde ich es irgendwie, weiß ich nicht. Das, ah ja, scheiße. Das wirkt, als wäre da irgendwie weniger Platz. Macht er nicht immer abwechseln? Ein Flammenkack? Nee. Dann macht es, wie er lustig ist. Okay, aber... Nein! Ach, Kacke! So knapp. So knapp einfach, Mann. Eine Zeit lang habe ich mich echt noch ganz gut angestellt und dann ging es leider bergab. Muss man leider so sagen. Muss man leider so sagen. Mist. Ach komm. Das war ein Müll-Curse-Room. Ein absoluter Müll-Curse-Room. Curse you, Curse-Room. Curse you. Das war dann auch die Geschichte, ne? Mit 9 Münzen gehe ich trotzdem nicht in den Shop. Wobei bei 8 Schlüsseln... Ja, komm. Wir sind ja fast unten schon wieder beim Shop. Also gehen wir einmal kurz rein. Ja, für das blaue Herz ist es okay. Okay, wir probieren es einmal. Oh, lol! Aber jetzt haben wir keinen Raum mehr, ne? Schade. Sonst hätte ich mir das Steam Sale noch gönnen können. Aber wir kriegen halt keinen... Wir haben keine Möglichkeit mehr, an Münzen zu kommen. Das ist, wir haben leider keine Möglichkeit mehr, an Münzen zu kommen. Na gut. Aber cool, dass dann das Item rauskam. Kann man anbieten. Kann man anbieten. So, weiter im Programm. Starten wir gleich mal damit. Wir haben noch kein Trinket gefunden. Ich wollte es nur kurz anmerken, sonst hätte ich schon eins gelegt. Bisher haben wir noch nicht ein einziges Trinket gefunden. Das ist ein bisschen schlecht. Schade.
Hab natürlich auf einen Port gehofft. Aber ab jetzt lohnt sich der Shop-Besuch auf jeden Fall. Ja, wir haben leider keine einzige Bombe, sonst könnten wir da schön ran, aber so nicht. Okay, da ist der Itemraum, der interessiert uns noch nicht. Wobei die Betonung hier natürlich auf noch nicht liegt. Bald interessiert er uns dann schon. Nein, du Scheißvieh. Jetzt darf ich keinen Treffer mehr kassieren, sonst ist der die Chance auf den Engelraum wieder futsch. Das war super knapp, Lul. Oh je. Der Raum könnte mich böse überraschen. Oh, das war... Das war dieses andere Knappe. Vor allem, wenn aus denen... Ah, nein! Wenn aus denen allen was rauskommt, wollte ich sagen. Ach, Scheißdreck. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Ja, blöd gelaufen mal wieder. Soll's. Ich hasse diese Dinger um einen rum. Ich hätte die Sprengung auf die Pilze locken sollen, ich weiß. Habe ich vergessen, sorry. Hab ich leider verdrängt. Da ist endlich der Shop. Darauf haben wir gewartet. Darauf haben wir alle gewartet. Allerdings wäre es schön gewesen. Wir hätten unseren Kram behalten. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir Dings haben. Aber das interessiert mich nicht. Ich gönne mir hier alles, was geht. So. Und Buddy in der Box ist ja ein ganz nettes Item. Kann ich nicht tun. Abflug. Oh, das wird wehtun. Den schaffe ich nicht ohne Schaden. Das weiß ich. Okay, ich wollte es eigentlich nicht sofort demonstrieren. So. Aber ist okay. Spiel. Ist in Ordnung.
Okay, das ist nicht in Ordnung. Das war nicht so gut. Scheiße. Ich mag den einfach überhaupt nicht. So ein unangenehmer Boss. Ja, würde ich alles kaufen, wenn ich das Geld hätte? Spoiler, habe ich aber nicht. Oha. Da müssen wir gleich noch. Okay. Okay. Da müssen wir gleich noch mal rein. Und diesmal habe ich das Geld, denn kann mir unendlich Geld holen. Also ich werde gleich einfach die Donation-Maschine so lange sprengen, bis ich 30 Münzen... nein, nicht 30, aber... bis ich die Kohle zusammen habe. Außer... wir kriegen das Geld so zusammen. Kann ja sein. Dass wir Glück haben und das Geld so schon vorher zusammen bekommen. Hätte ich nichts dagegen, ne? Hätte ich absolut nichts dagegen. Wenn wir auf ganz entspannt auf andere Art und Weise das Geld bekommen, aber dem scheint nicht. Dem. Gut, wir kriegen ein bisschen mehr Geld auf jeden Fall noch zusammen. Ja, sehr schön, da muss ich gar nicht so viel sprengen. Und stimmt, mir fällt gerade auf, es hieß mal, dass der Spezialgeheimraum super selten ist, auch in der ersten Ebene. Das heißt, wir haben gerade was super Seltenes bekommen. Finde ich gut. So, jetzt hoffen wir, dass wir hier möglichst schön schnell viel Geld rausbekommen. Können schon mal das erste kaufen. Und die kaputte Stopwatch nehmen wir auch noch mit. Und die das blaue Herz immer auch noch mit. So. Jetzt erstmal Jetzt nach dem Bosskampf kaufen sollen. Mist. Zum Glück haben die gleich den langsamen Effekt bekommen. Schön. Ja, passt. Wir verlieren das blaue Herz nicht. Alles gut. Sehr schön. So, und ab jetzt haben wir more options. Tears up. Und ganz viele Herzen. Sehr schön. Dann noch hier die Töpfe. Okay. Irrelevanter Kram. Und dann noch das weiße Herz holen. Und dann ist das doch ein ganz netter Einstieg, würde ich sagen. Dann ist das doch ein ganz netter Einstieg in die Geschichte hier. Okay. Jawohl. Das nehmen wir doch direkt mit. Ja, das nehmen wir auch mit. Schön. Gefällt mir.
jetzt die Bombe mal ungefähr so. Aber ich glaube nicht, dass hier was ist. Nee. Passt schon. Und da ist auch schon der Boss. Können wir gleich rein. Knochenherz. Okay, solange aber kein rotes Herz hier rumliegt, ist das nichts für uns. So, was aber was für uns wäre, wäre natürlich ein möglicher Geheimraum. Lasst mich den Raum nochmal kurz kontrollieren. Nee? Okay. Ja, dann ist es sehr unwahrscheinlich, aber dann wäre die einzige Option zu sprengen hier. Aber wie gesagt, es ist leider sehr unwahrscheinlich. Aber wir sprengen mal hier. Wie gesagt, ich weiß, dass da jetzt nichts bei rumkommen wird. Ja. Aber wie gesagt, ne? Also herzenstechnisch bin ich schon mal gerade recht zufrieden, muss ich sagen. Ja, okay, das war dann die Ebene. Da ist jetzt meine Füllung fürs Knochenherz. Und das Schöne ist, wenn wir ein Knochenherz haben, werden wir so schnell auch nicht den Rotherzschaden bekommen. Das ist schon recht praktisch. So. Aber ich hätte jetzt gedacht, er setzt das unten, also er setzt das an die roten Herzen ran. Ist das jetzt trotzdem priorisiert, dass das als erstes weggeht, wenn ich angegriffen werde? Nicht erst die blauen? Hätte ich jetzt nämlich gedacht, aber scheinbar ist das nicht so. Na gut. Oh, 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 du bist es. Ich würde fast... Ja, nee, wir gehen auf... Wir gehen erstmal auf ihr Spacebar-Item. Das war die letzten Male schon eigentlich ganz cool. Muss ich gestehen. Das war die letzten Male eigentlich schon echt ganz cool, das zu haben. Tschüss. Ach so, ich habe ja mehr und more Options. Hm, Geld wäre auch nicht schlecht. Ah, jetzt sitze ich hier und habe wieder die Grübelei. Eigentlich habe ich mich gedanklich schon auf die Flöte eingestellt. Aber jetzt sehe ich mich halt gerade in den Shop hier laufen. Und vielleicht was Besseres holen. Ne? Ah shit, mit 11 Münzen sehe ich mich nicht in den Shop laufen. Ja, dann wäre die Flöte besser gewesen. Ihr dürft mich jetzt wieder flamen. Ah, war blöd. Egal. Passt schon. Oh, wow. Ja, wo soll ich denn hin? Das war kacke. Ja, okay, es greift tatsächlich als erstes das Knochenherz an. Da muss ich jetzt aber böse aufpassen. Oh, lol. Lol! Kann man noch schlechter... Kann man einen noch schlechteren Challenge-Raum bekommen? Ich meine, es hätten noch richtige Trollbomben sein können. Also die großen, die mir hinterher jagen. Aber das waren ja die drei schlechtesten roten Kisten, die ich hätte bekommen können fast. Oh, Mann. Ah, und dann krieg ich auch nochmal... Also, der Raum wollte mir so richtig sagen, hey, ich hasse dich. Scheiße. Mein Knochenherz macht gleich einen Abflug. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weil wenn das Knochenherz einen Abflug macht, zählt es, glaube ich, als Rotherzschaden.
Aber ich hätte echt gedacht... Scheiße. Ich hätte echt gedacht, das Knochenherz setzt sich an die roten Herzen ran. Und, aber das hätte ich, das habe ich nicht gewusst. Ja, suboptimal. Okay, es hat nicht, es hat nicht, es, Knochenherz ist zwar weg, aber es hat mir nicht den Dings gekostet. Okay, okay. Dann ist es nur beim, bei, dem anderen. Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich dann auch leben. Dann ist es nur bei Forgotten. Weil er sein Leben einfach aus Knochenherzen besteht. War zwar schlecht, wie ich den Raum gespielt habe, aber ja. Hat dann nicht den Engelraum, die Chance auf den Engelraum verändert und das ist okay. Also der Ausgang hätte schlimmer sein können. Ändert nichts daran, dass ich schlecht gespielt habe. Aber es gab zum Glück nicht so schlechte Konsequenzen, wie erwartet. Oder wie befürchtet eher. Oh, das geht diesmal richtig fix. Aber wir haben auch schon böses Tiers ab, muss man sagen. Yo! Nice! Ich meine, ich sehe nicht, was es ist. So, es wird jetzt nichts dramatisch Schlechtes sein. Okay. Und ich hoffe, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe keine Wahl. Ah, ich weiß aber ja eh nicht, was das andere ist, von daher. Okay, es ist der Spear. Hätte besser sein können, aber was soll's. Oh nein, was könnte dieses Fragezeichen nur sein? Ja gut, war blöd gespielt. Weiß ich selber. Weiß ich selber, dass das nicht so gut war. Müsste mir jetzt nicht erzählen. Hier kann nichts sein. Aber das war's auch schon wieder. Tiers ab. Sehr schön. Ich weiß, dass es riskant ist, Fragezeichen-Items zu nehmen, aber ich liebe riskant. Und dann ärgere ich mich immer, wenn es schief geht. Hihi. Ja, ja, so ist es. So. Okay, 5 Bomben, 2 Versuche. Okay. Ich wollte schon sagen, wird eh nichts. Okay. Jetzt effektiv auch einfach lassen können. 2 Bomben verschwendet. Immer noch kein Trinket im Übrigen. Langsam darf dann mal eins kommen. Mit einem blauen Herz will ich da jetzt eigentlich noch nicht reinlaufen. Bin ich ganz ehrlich. Sehe ich mich noch nicht so ganz. In der Situation. Das jetzt wieder hier. Einfach ein bisschen ran und wieder weg. Okay, kriegen wir hin. Gut. Gar kein Problem. Gar kein Problem.
Ich wollte gerade sagen, der Raum könnte jetzt wehtun. Hat er leider auch. Ärgerlich, aber passiert. Da ist, was wir suchen. Sehr schön. Ab jetzt dürfen wir wieder Dings einsammeln. Dings. Hier, weißt du schon. Itemräume. Terra. Born to Rock. Okay, ich habe jetzt Steintränen. Ich wollte gerade sagen, können die sowas aufmachen? Yep. Genau mit sowas habe ich gerechnet. Sehr nice. Sehr nice. Okay. Das heißt, die sind... Na, nicht wie Bomben. Die werden wahrscheinlich jetzt nicht sowas wie Geheimraum öffnen. Aber damit kann ich sozusagen... eben solche Sachen alles kaputt machen. Sehr geil. Sowas liebe ich ja. Und da haben wir schon unser Trinket. Perfekt. Das können wir erstmal mitnehmen eine Zeit lang. Ah, ich habe gerade keinen Schlüssel. Oha. Okay, das ist, würde ich sagen, bisher eines der besten Planetarium-Items. Die Erde, Terra. Gefällt mir wirklich gut. So, jetzt haben wir auch einen Schlüssel für den Itemraum. So, weiter im Programm. Ab jetzt der normale Weg. Ah, Mist. Ich hab was vergessen. Sorry. Ich gehe davon aus, ja. Aber nee, von dem Raum aus nicht. Ne? Oh, nee, nee, von dem, nee. Nee, doch nicht. Okay. Nee. Eher unwahrscheinlich. Na gut, lassen wir das. Dann habe ich doch nichts vergessen. Ja, ich mag den Raum überhaupt nicht. Ah, ich habe kein Geld. Keinen Schlüssel. Geld habe ich. Oh boy! Das wird jetzt eine richtige Fundgrube. Feels like I'm walking on sunshine. What? Okay. Habe ich ja fast noch nie gehabt, glaube ich. Ah, schade. Aber muss man auch mal geöffnet haben, die HP-Down-Pille. Ist leider so. Passiert halt. Wenn man so viele Sachen öffnet, passiert das halt einfach. Machst du nix. Muss man mit leben können. Muss man mit leben können, wenn man das macht. Geht! Oh mein Gott, es geht einfach. Ich kann damit sogar die Geheimräume öffnen.
Dann müsste ich ja den anderen auch noch finden können. Aber das Problem ist halt, dann ist der komisch versteckt. Der, oh, nee, hier kann er auch nicht. Dann ist das ein sehr komischer Geheimraum diesmal. Hier kann er auch nicht. Kann er auch nicht. Da hätte er gekonnt. Also, auch wenn er komisch ist, zwischen, eigentlich ist er ja zwischen zwei Räumen immer. Zwischen drei Räumen. Gibt's einfach keinen anderen? Ja, scheinbar gibt's einfach keinen anderen. Ich habe doch jetzt alles durchprobiert, oder nicht? Ja, dann gibt's halt einfach keinen anderen. Nur ist es halt so. Nur ist es halt so. Nur machst du auch nichts. Da machst du auch nichts. Es ist halt so. Wobei, ich könnte mal hier reingucken. Aber, nee, hier ist auch Quatsch. Alles Blödsinn. Aber cool, dass das geht. Das ist ja richtig awesome. Ah, hier oben. Nee, aber da kann es auch nicht sein. Nee. Ja, keine Ahnung. Scheiß drauf. Yo! Ich mache hier einfach alles auf. Alles klar. So, Tears Up oder sind das die Divorce? Das sind die Divorce Papers. Die haben wir freigeschaltet mit irgendeinem Charakter letztens. Das sind die Divorce Papers. Ich muss ganz kurz nachlesen, was die tun. Ein Boneheart 0,7 Tears Up. When you pick this item up, the mysterious paper trinket is spawned on the ground. Ja, das klingt doch eigentlich ganz brauchbar. Und was würde Dings machen? Aber ich glaube, Dings gibt mir auch noch zusätzlich hier Blue Hearts, ne? Soul Hearts. Wie heißt denn das? Irgendwas mit S. Irgendwas mit S. Ach nee, Binky. Ja, moin. 0,74 Tiers. Oh, Size Down. Ja, ich würde dann, da wir eine Size Up hatten, durch die Pille würde ich dann tatsächlich eher den hier nehmen. Oder? Lass mich nochmal kurz die Divorce Papers lesen. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh Gott. So. Ein Boneheart. Ach so, ja, hast du ein Boneheart? Ja, dann nehmen wir doch das Boneheart mit. Ah, da haben wir kein Tier. Aber das Size Down nicht. Nee, ich hätte schon gerne das Size Down mit drin. Ah, es war schwierig. Ist war echt schwierig jetzt gewesen. Muss ich ehrlich sein. Ist echt schwierig gewesen. Das Boneheart wäre... Wahrscheinlich hättet ihr das Boneheart genommen, weil man es halt wieder auffüllen kann, ne? Wahrscheinlich hättet ihr das Boneheart genommen. Aber gut. So, ich lege jetzt gleich mal mein Trinket hier ab. Dass wir da keine Faxen machen. Dann haben wir schon mal einen Crack Key. Sicher. Denn der liegt jetzt ja auch auf der Boss-Ebene. Der liegt jetzt ja auch im Bossraum. Das heißt, den bekomme ich ja auch sofort. Na, das ist das Ding. Kann ich eigentlich, das müsste ich jetzt auch mal testen, kann ich die auch aufmachen? Das geht einfach auch noch! Ey, das Trinket ist so stark. Trinket, sag ich schon. Oh lol. Das ist so strong. Das ist so strong einfach. Insane, Mann. Insane. Vor allem, das vereint so viele coole Items in sich. Oha. Gefährlich.
Zum Glück sind sie rausgewandert. Ich hatte Angst, dass sie auf den Stacheln liegen bleiben, was immer gekommen wäre. Aber dann hätte ich noch dieses Sunshine-Ding gehabt und sie damit notfalls einsammeln können. Jo, aber Terra ist ja mal überkrass einfach. Also das ist so ein Trinket, das wünscht sich doch wirklich jeder. Der Raum wird jetzt eine Weile dauern. Nicht wegen der Gegner. Nicht wegen der Gegner. Aber ich halte mich aus anderem Grund ein bisschen länger auf. Das in Kombination mit dem Lucky Rock oder so, ne? Das wäre insane. Ich meine, das ist wie goldene Bomben. Das ist wie die ganze Zeit goldene Bomben haben. Das ist fantastisch einfach nur. Oh shit. Den wollte ich nicht auslösen. Frage ist, kriege ich das so daraus gesprengt, dass ich da gut rankomme? Scheiße. Yes! Ja, ich würde sagen, insgesamt hat's. Insgesamt habe ich hier Gewinn gemacht. Würde ich schon sagen. Wir sind jetzt durch den Small Rock zwar ganz schön langsam geworden. Aber das macht nichts weiter. Kein Schlüssel mehr. Oh, aber ihn macht's nicht kaputt. Das ist das Einzige, was jetzt nicht passiert. Okay. Ist das jetzt das Ding, was mich ändert, oder ist das das Ding, was durch die Gegend fliegt? Was ist das für ein Viech? Wenn das das Ding ist, was mir jedes Mal eine andere Dings gibt, dann will ich das nicht haben. Gibi Bug. It rerolls enemies and pickups it comes into contact with. Ah! Ich hab da gerade ein ganz dunkles Gefühl bei. Wir sammeln das nicht ein. Wir sammeln das nicht ein. Ich sag euch gleich, was für ein ganz dunkles Gefühl ich habe. Ihr habt das ganz dunkle Gefühl, wir starten an dem Bossraum. Dieses Ding rollt über meinen Cracked Key und der Cracked Key ist weg. Genau dieses Gefühl habe ich gerade. Und ich möchte nicht, dass sich das bewahrheitet. Oh, aber wir kommen in den Shop rein. Wir kommen in den Shop rein.
wenn in dem Shop ein Schlüssel sein sollte. Yes. Was passiert, wenn man beide Watches hat eigentlich? Das gut? Oder kann das ungünstig laufen? Man weiß es nicht so genau. So. Ah, ist jetzt nicht das genialste Item, aber ich meine, es ist ein Item. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. So, schön so sprengen. Was heißt sprengen? Dass hier die Brücke entsteht, man kennt es. Sehr schön. Okay. Wir haben ein paar Herzen rumliegen, aber erstmal machen wir den Boss. Oh boy, oh Gott. Ekelhafter Raum. Dann nutzen wir erst die Herzen, die rumliegen. 1, 2, 3, 4, 5 Versuche habe ich. Wait. Kann ich mit der? Zum Glück habe ich mal mitgedacht. Seid jetzt stolz auf mich. Willst doch hoffen. Ach ja. Ja, der ist schon hartnäckig, ne? Na gut. Oh, du bist es. Ich bin aber echt froh, dass ich ordentlich Schaden schon mache. Das würde sonst ziemlich unangenehm werden. Und dass wir Verlangsamung auch noch drin haben. Sehr schön. Tschüss. Mehr Tiers ab? Oder habe ich das Cap schon erreicht? Ah ne, Shotspeed ab war das. Ups. Passt schon. Nein, ich komme da nicht ran. Oh, das ist frech. Oh, das ist frech. Na gut. Ach, da waren wir ja schon drin. Lol. Ich habe mich schon gefreut. Dabei waren wir da ja eh schon drin. Okay, ja, komm, wir nehmen den Weg kurz auf uns. Nee, wir gehen hier nicht mehr durch. Ich wollte sagen, wir nehmen den Weg kurz auf uns. Für das halbe Herz, aber ich gehe hier nicht mehr durch. Nee, durch den Stachraum gehe ich lieber nicht mehr. Das geht schief, das lasse ich. Das lasse ich schön bleiben. Okay, wir brauchen jetzt den Totenkopf und dann passt die Geschichte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mace könnte mich direkt zu Mom schicken. Wir müssen ganz schnell den Totenkopf finden. Wir müssen ganz, ganz schnell den Totenkopf finden. Gefunden. Perfekt. Alles ist gut. Alles wunderbar. Selbst wenn jetzt der Maze-Effekt mich zum Boss schickt, wir haben, was wir wollen. Sehr gut.
Witzig ist, wenn man gerade den Speed-Up hatte, kommt einem das hier gerade vor wie Verlangsamung. Dabei ist es einfach der normale Speed. Cool. Sehr schön. Und damit ist der Fluch auch schon wieder vorbei. Auch das wäre natürlich eine gute Option gewesen, wenn wir das jetzt nicht sofort gefunden hätten. Dass man es dann eben so regelt. Dass man den Fluch verschwinden lässt. Na, wir müssen ja nichts riskieren. Nee. Kann der... Oh, Erde kann sogar die Stacheldinger kaputt machen. Erde ist einfach viel zu krass. Das ist verboten, so krass ist das. Das ist einfach verboten. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Was anders. Yes. Komm ich da ran? Yes. Ich hatte ein bisschen Bedenken, aber es ging gut. Jo, da habe ich nicht aufgepasst. Das war interessant. Naja. 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 Kann man mal machen, ne? Also schlüsseltechnisch sind wir schon ganz schön arm dran im Moment. Sobald wir einen haben, wird immer gleich eingesetzt. Aber was willst du halt tun, ne? Wenn du keinen kriegst. Ja, ich würde ja gern rein, aber ich habe keinen Schlüssel. Oh nee! Gib mir einen goldenen Schlüssel irgendwo. So viele Möglichkeiten. Nein! Das ist so frech. Drei Stück schon. Und ich komme nicht mal an eine ran. Das ist jetzt genau das Gegenstück von das Spiel sagt einem hier, du kannst mich mal. Das ist so, das Spiel sagt, hey, ich lieb dich. Das sagt das Spiel gerade. Das Spiel sagt gerade, ey du, ich hab dich voll gern. Yo, insane. Ja, lol, einfach eine zweite Full. Okay. Gut, aber dann haben wir alles gesehen. Ich habe keine Lust auf Arcade. Ich habe wirklich keine Lust auf Arcade. Und wir müssen ja nur, in Anführungszeichen, wir müssen ja nur hochkommen. Wir müssen ja eigentlich gar nicht weit kommen.
Wir müssen ja nur hochkommen. Ne? Wird schon schief gehen. Ups. Den Stein wollte ich zwar abschießen, aber eigentlich ohne getroffen. Wer hätte es erwartet? Dass ich nicht getroffen... Oh mein Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. So. Kurzer Damage-Up-Moment. Ja, wir haben ja eh alles diesmal... Diesmal haben wir ja wirklich alles gemacht. Also jetzt, ja, ne? Und schon vorbei. Okay. Ah, wisst ihr was? Okay, eine Sache mache ich noch schnell. Eine Sache mache ich wirklich. Mache ich wirklich noch schnell. Bis 20 spielen? Verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich spreng das einfach ganz schnell. Und jetzt spiele ich doch bis 20 runter. Okay. Jetzt gleich sprengen sollen. Ganz ehrlich. Okay, für den Fall, dass mit dem anderen Cracked Key irgendwas schief geht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass mit Cracked Keys irgendwas schief gehen kann. Das ist doch so simpel, dieses Konzept. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber für den Fall, dass mit dem Cracked Key irgendwas schief geht, habe ich jetzt eine Absicherung. Okay, immerhin Feuer kann man nicht kaputt machen mit den Steinen. Das ist doch schon mal was. Muss ja, irgendeine Einschränkung muss es ja noch geben. Also so Herzchenfeuer. Okay. Gib mir bitte ein HP ab oder so. Das wäre ganz cool. Würde ich nämlich feiern. Ja, gut, das... Ja, ja, doch, scheiß drauf. Das ist ein starkes HP-Up, aber auch ein starkes Beatdown. Aber, wie gesagt, scheiß drauf. Juckt. Jetzt geht's hier aber ab. Kommen sie hier an, die Brimstone-Reiter. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen aber auch so theoretisch nur noch ein Item, um Guppy zu werden. Wir waren schon so lange nicht mehr Guppy. Wir waren schon so lange nicht mehr Guppy. Gerade habe ich es noch gesagt. Richtig nice. Und bei so vielen blauen Herzen, wie ich habe, nehme ich natürlich die Dead Cat mit. Da muss ich nicht... Da muss ich tatsächlich ausnahmsweise mal nicht überlegen. Na, ansonsten ist es natürlich eine riskante Geschichte, aber in so einem Fall muss selbst ich nicht überlegen. Ah, in die Richtung geht es gar nicht auf. Okay. Interesting. Hier waren doch Herzen drin, ne? Ach, hier nicht, aber in dem Geheimraum. In dem Geheimraum meine ich natürlich. Hier, genau. Ja, schön. Das war nicht so effektiv.
So, wir müssen auch mal wieder ein bisschen was einzahlen. Weil wir haben in letzter Zeit so viel abgehoben. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen zurückzahlen, dass wir das immer wieder schön nutzen können. Und dann, gerade dann, wenn wir einen Run haben, bei dem es jetzt nicht mehr zwingend auf Geld ankommt, dann sollten wir das vielleicht gerade da nutzen. So, ich meine, Itemraum können wir auch so die nächste Runde mitmachen. Aber ich würde trotzdem noch ein bisschen durchlaufen. Wegen. Erst kann ich den Supergeheimraum noch finden. Zweitens könnten wir noch mehr Schlüssel bekommen. Und ein paar Schlüssel wären schon auch nützlich. So, zwecks Rückweg. War ich als Guppy, also keine Ahnung. Das Ärgerliche ist halt fast so, für mich ist es jetzt eigentlich nur notwendig, die Dings freizuschalten. Den Tainted Charakter. Es ist einfach nur Beiwerk, Dings zu besiegen. Das ist echt ärgerlich. Aus der Situation könnte man so viel mehr noch machen. Es ist echt ärgerlich, dass es nur bis zum Biest jetzt geht. Na, was haben wir denn alles mit Samson noch nicht? Wir haben Delirium natürlich noch nicht und so weiter. Das wären alles noch Sachen, die könnte man machen, aber geht halt nicht. Wobei, jetzt wo ich das sage, ihr würdet wahrscheinlich... Aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt wirklich... Ach nee, kann ich. Nee, kann ich nicht. Nee, ich bin schon... Nee, ich kann keinen... Es gibt keinen Rückweg mehr. Es gibt nur noch diesen Weg für mich. Ich wollte gerade sagen, ihr würdet wahrscheinlich einfach weitergehen Richtung Dings. Aber hier Richtung... hier Wump und so, aber geht ja gar nicht. Hier, die Glasscherbe nehmen wir auf keinen Fall. Können wir nur das andere nehmen. Habe jetzt gar nicht gesehen, was es war. Ah, Curse of the Tower. Ja, cool. Das ist ja gar nicht mal so cool, aber okay. Kann man mal machen. Also die gehen wirklich nicht kaputt. Schon interesting. Haben wir beide Geheimräume schon? Ne, nur den einen. Nur den einen, aber ach so, wir haben den Spezialgeheimraum noch nicht. Das heißt, der einfach... Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo einzeln aneckt. Oha. Stabil. Wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, will ich den Engel auch kurz verprügeln. Wenn nun schon die Möglichkeit gegeben wird. Sorry. Wenn man schon mal OP ist, dann will man auch alles mitnehmen. So. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich fliegen kann. Ich glaube, ihr merkt es. Ich weiche immer noch so einfach aus irgendwelchen Sachen. Dabei kann ich ja fliegen. Das ist immer noch... Ich habe das schon wieder verdrängt. Okay, aber jetzt haben wir wirklich alles gesehen in dieser Ebene. Dankeschön fürs Gähnen. So. Trinket liegt bereit. Ab dafür. Also wenn ich jetzt
hier meine Herzen verliere auf dem Rückweg. Dann drehe ich schon so ein bisschen durch, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe den in den Bossraum gelegt, ne? Ich müsste also automatisch drüber laufen. Ich müsste theoretisch automatisch drüber laufen. Ach, ich, Mann. Hasse das, wenn Kisten kommen und ich kann sie nicht aufmachen. Okay, aber es ist egal. Es ist für den One ist es jetzt so egal halt. Es ist halt echt so. Vielleicht gibst du mir ja Schlüssel. So ähnlich. Cool. Ach ja, da war meine Alternative. Stimmt. Okay, wir haben schon mal einen Crack Key. Wir haben schon mal einen Crack Key. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Wir haben schon mal einen Crack Key. Habe ich ganz vergessen, dass ich da ja einen abgelegt habe. Das Ding ist, ich kann kann ich halt einfach wirklich die Räume öffnen. Und wenn sie kacke sind, gehe ich wieder raus. So. Ist doch nicht weiter schlimm. Ja, bisschen Speed up. Bisschen Speed up. Und ab dafür. Crack Key ist am Start. Mehr wollen wir doch gar nicht. Ich überlege gerade, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, sozusagen hier den Tainted-Charakter zu holen, aber trotzdem weiterzukommen. Also, dass man zum Beispiel in sowas wie The Void kommt oder so. Aber ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, die Möglichkeit... Keine Ahnung, was Era Walk ist. Ich habe keine Ahnung. When used, this card will slow down enemies. Isaac tears by minus one shot speed, but speed up Isaac's movement. Ah, okay. Also ist einfach ein Kampf-Item. Ich habe schon auf Schlüssel gehofft, ne? Okay, das war's mit der Ebene. Crack Key haben wir dabei. Puh. Da ist der andere Crack Key. Also wenn nach der Ebene jetzt irgendwas schief läuft mit dem Crack Key, dann habe ich wieder versagt. Wollen wir mal hoffen. Aua. Nee. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht der Fall sein wird. So langsam kommen wir jetzt eigentlich sogar... okay.
Wollte gerade sagen, so langsam kommen wir jetzt in eine Situation, in der es eigentlich dumm ist, die Ebene weiter abzulaufen, weil dann die Räume immer schwieriger werden, ne? Also wenn ich klug bin, sollte ich es einfach lassen. Aber irgendwie habe ich Bock, die abzulaufen. Ich weiß nicht. Ach ja, so. Ups. Mann, das wäre echt ein schöner Delirium-Kampf. Nee, die lasse ich. Hab gehört, es gibt eine Black Rune, die mein Key kaputt macht. Möchte ich nicht. Maul ist gut. Mir ein Schlüssel. Gib mir halt Schlüssel. Mann, oh. Ich glaube, den hatten wir sogar noch gar nicht, ne? Ich glaube, auf der Ebene hatten wir noch keinen Itemraum. Tatsächlich, aber ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel! Das ist einfach so frech. Gib mir einen Schlüssel! Wird nicht besser. Okay, ich krieg... Doch, ich habe noch einen Raum. Oha. Schlüssel. Okay, wir kriegen den Itemraum nicht. Schade. Aber für unser Ziel jetzt auch egal. Na, aber schade. Ich würde schon gerne die Items mitnehmen, die ich bekommen könnte. Aber was soll's. Hauptsache wir haben den Cracked Key dabei. Eigentlich ist alles andere irrelevant. Der Erde ist so geil. Also Terra hieß das Ding, glaube ich. Nein. Aber echt so ein geniales Item. Ich glaube, das ist wirklich bisher mein Favorit von den... Also, Pluto ist auch super cool, ne, so klein werden und so weiter. Aber das ist halt was, wo du halt wirklich effektiv richtig viel davon hast. Ich mag das, wenn man einfach alles aufmachen kann und so diesen ganzen Kram nicht braucht, wie Bomben und... Selbst die Geheimräume gehen damit ja auf. Gehen auch solche Truhen damit auf. Ah, es ist dann doch nicht... Okay, es ist doch nicht ganz die goldene Bombe. Okay. Die gehen auch nicht auf. Okay. Interessant zu wissen. Gut. Immerhin auf der Ebene kriegen wir jetzt mal wieder alles. Das wird jetzt super lustig in Kombination mit Curse Tower. Also, ne? Das gibt eine ordentliche Explosion, wenn ich getroffen werde. Oh, moin.
Ich glaube, wir haben genug Kohle. Du kannst mir auch noch ein HP abgeben. Und Schlüssel. Ja, Schlüssel nehme ich auch gerne. Perfekt. Okay, aber jetzt können wir eigentlich wirklich gehen, oder? Jetzt noch sich hier aufhalten ist Quatsch. Jetzt halten wir uns hier nicht mehr auf. Wobei, wir spawnen ja Kisten. Nee, komm, ja, wir gehen mal durch. Wir gehen mal durch. Ich habe auch jetzt hier durchzugehen. Weil wir spawnen ja Kisten und wir können die Kisten gerade alle aufmachen. Das wäre fast einfach albern, das nicht zu tun. Weiß nicht, wie ihr das seht. Wieso hatte ich von dem Viech eigentlich so viel Schiss? Dem auszuweichen ist so einfach. Verstehe ich echt überhaupt nicht. Oh lol, jetzt kommen die ganzen Schlüssel. Ja, also verstehe ich echt nicht, wieso ich vor dem Viech so viel Panik hatte. Ah, der dauert ewig, aber das ist okay. Aber das ist der letzte Raum. Kaboom! Und es ist einfach schön, so einen Aufräumrand zu machen, wenn man so krass drauf ist. So, das ist... Da will man das einfach auch sehen, wie alles drauf geht. Keine Ahnung. Okay, letzte Ebene. Trotzdem bin ich gespannt, ob wir doch mal... Also, ne? Ich meine... Ich bin halt trotzdem noch ein schlechter Dogma-Spieler. So, daran ändert sich nichts. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Also, nie ist falsch, aber... Wenn ich nicht sowas wie Perks habe oder so, dann stelle ich mich da viel zu krass an bei dem Viech. Frag mich nicht, warum. Es ist halt einfach so. Na und klar, ich könnte mich hier einfach raus aus dem Raum. Ich könnte hier einfach die Türen aufreißen und rausgehen. Aber nein, ich will nicht. Ich will hier aufräumen. Alter, so viel Liebe für dieses... Oh mein Gott. So viel Liebe für dieses Item einfach, ganz ehrlich. So viel Liebe für dieses Erd-Item. Das ist so cool. Feier das extremst. Kurz gedacht, die trifft mich. Aber ist dann doch nicht passiert. Nö, wir gehen noch lange nicht. Bin hier noch nicht fertig. Oha. Ah, wir kriegen sogar nochmal so einen Kollegen hier. Auch gut. Oh, den Itembomb hatten wir noch gar nicht. Stimmt. Lul. Den habe ich komplett vergessen. Ich meine, es ist egal, wenn der Kampf dann schief geht. Ist es so, aber ich glaube, das will ich nicht haben. Ist das das, was ich denke? Sind das Gravity Tears?
Tiny Planet, Orbiting Tears plus Range Up. Ja, nee. 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 Alles, was recht ist. Das wäre tatsächlich jetzt ein Trinket. Damit. Trinket. Das wäre tatsächlich jetzt ein Item. Damit könnte man sich den Run, glaube ich, sogar noch versauen. Das nehme ich nicht mit. Das nehme ich nicht mit. Okay. Ich würde sagen, wir gehen. Jetzt haben wir wirklich genug gesehen. Jetzt haben wir wirklich genug gesehen. Ich will es nicht noch versauen auf irgendeiner Basis. Keine Ahnung, wie ich es noch versauen könnte, aber geht bestimmt. Oh, lol. Ja, gut. Gibt es eigentlich auch Geheimräume? Ich habe es noch nie probiert, aber gibt es hier Geheimräume? Nee, ne? Moin. Samson. Was hat der denn da dabei? Das sah ja interessant aus. Ja, vielleicht kriegen wir noch eine Putty Fly dazu. HP ab Tiers down und ich krieg's nicht mal aufgefüllt. Witzig. Okay. Was soll's? Es ist ja wurscht. Es ist ja völlig wurscht, wie der Kampf jetzt ausgeht, ne? Das ist das Ding. Das ist übrigens eine Attacke, die verstehe ich nicht. Also die verstehe ich halt wirklich nicht, wie man der ausweichen soll. Wenn der Lichtstrahl von oben runterkommt, habe ich noch nie verstanden, wie man dem offiziell ausweichen soll. Das habe ich noch nie verstanden. Die einfach abhaut. Ja, aber läuft doch. Stabile Explosion. Yo, der Damage ist insane. Aber dann haben wir in dem One immerhin ein sehr geiles Item kennengelernt und freuen uns jetzt jedes Mal, wenn im Planetarium Erde drin ist. Erde ist einfach brutal in... Ups. Brutal insane. Kann man nicht anders sagen.
Ups. Ach, komm schon. Triumph fürs Game. Ciao. Komm, Beastie Boy. Na komm. Inwiefern macht der eigentlich, also wann macht der Schaden mir als Kontakt? Ah, okay, da erst. Musste mal getestet werden. Weil ich ja mit meinem Dolch sonst gar keinen Schaden machen kann, wenn ich ihm nicht zu nahe kommen dürfte. Aber Kontaktschaden darf man ihm also schon machen, das ist gut zu wissen. Oh. Okay, da war nicht so gesund. Sich da aufzuhalten war nicht so gesund. Wusste ich nicht. Oh, guck mal, wir sind schon in der Phase. Penetrierung! Penetration. Der Dolch einfach. Oh mein Gott. So, gut, wir haben Tainted Samson. So, in einem etwas interessanteren One. Ne? Jetzt fehlen dann nur noch Blue Baby, Lost, Keeper und Bethany. Bethany ist noch der einzige, der ich sage, ist simpel. Kriegen wir hin. Wobei Bethany ja nicht die blauen Herzen mehr hatte, ne? Ach ja, da war was. Die hat ja dieses Buch gehabt. Stimmt. Müssen wir gucken, wie es mit Bethany läuft, aber die würde ich als nächstes spielen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.